Und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Da ich diese Woche am Mittwoch vom Thema Einsamkeit geredet habe, dachte ich, es ist der richtige Moment, um mal zu sagen, wieso ich mich noch nie einsam gefühlt habe oder im Stich gelassen oder irgend sowas. Ja, klingt komisch, ist aber wirklich wahr. Das ist hauptsächlich durch meine tolle Familie. Mein Vater, der mich unterstützt, meine Mutter, die mich sehr unterstützt, meine Schwester, die mich unterstützt. Übrigens an dieser Stelle, hallo. Es ist so, wie oft habe ich in meinem Leben zu hören bekommen, mein Gott, stell dich nicht so an. Oder wie könnt ihr dieses Kind so vertuddeln? Oder wieso müsst ihr immer auf so tun, als ob sie so empfindlich ist? Die hat doch nichts. Oder stell dich nicht so an. Oder dieses, sie kann da, natürlich kann sie da was dafür. Da, du hast da, das steuert sie ja. Ich meine, ich kann oft nicht reden, nicht laufen. Ich habe oft Tage, wo ich lichtempfindlich bin. Ich bin nun mal nicht in der Lage, zum Arbeiten zu gehen. Ich meine, ich habe es jetzt sogar vom Amt bestätigt, also. Ja, und es gibt auch so Tage, wo man einfach sich denkt, Welt, du kannst mich mal. Ja, so, es gibt so Tage, an denen ich wirklich da sitze und denke, warum sind eigentlich alle so furchtbar begriffsstutzig oder so unfair gegenüber Leuten, die eben Handicaps haben, die man nicht sieht, die man nicht unbedingt sofort wahrnimmt, wo man nicht dasteht und sagt, hey, cool, dass du dir, also, naja, also im Sinne von Unterstützung, cool, dass du das Bein gebrochen hast und ich helfe dir, wo du auch immer Hilfe brauchst. Ich kann meine Krankheit oder meine Problematik nun mal nicht in die Welt rausschreien oder rauszeigen oder ich kann es nun mal nicht wie so ein gebrochenes Bein vorzeigen. Und deswegen keine Hilfe zu bekommen ist schwer. Ich habe Zeiten gehabt, wo ich noch zur Schule gegangen bin, wo ich mir gedacht habe, ja, auch Pferden gibt man Gnadenschuss, also warum mir nicht? Wieso muss ich jeden Tag in diese Schule gehen? Warum muss ich jeden Tag mir anhören, stell dich nicht so an? Warum muss ich jeden Tag irgendeinen haben, der mir sagt, du bist so furchtbar, du bist empfindlich, du stellst dich so an, wo ich an sich nichts dafür kann? Das ist nämlich die Sache. Ich kann nichts dafür. Keiner von uns Aspergern, keiner von uns Leuten mit Problematik kann was dafür. Wir sind da nicht die dieses, ihr seid schuld, ihr seid alleine damit, ihr stellt euch nur so an. Das ist nicht so. Es gibt viele von uns da draußen. Wir sind nicht immer alle vernetzt, aber es gibt viele. Und nur weil wir eben der kleine Prozentsatz der Menschen ausmachen und 90% der Welt ist nun mal anders und wir sind nun mal so, heißt es nicht, dass wir nicht richtig sind oder dass wir nicht verdient haben, dass man uns hilft, dass man uns so sieht, wie wir sind. Ich für meinen Teil ich hätte wahrscheinlich meine Schulzeit nie überlebt, wenn ich nicht meine Eltern gehabt hätte. Oder meine Schwester. Ich sag's, wie es ist, ich hatte da Zeiten, da bin ich total fertig gewesen. Ich hatte einen Lehrer, der war wirklich der letzte Arsch. Entschuldigt, das muss man an dieser Stelle. Der war furchtbar. Der hat mich irgendwie, ich habe mich immer in seiner Nähe gefühlt, als ob ich kein Mensch wäre. Als ob ich kein Recht zur Existenz hätte. Der war immer so von oben herab. Und das fand ich furchtbar. Weil du sagst, was deine Probleme sind, du sagst, wo deine Schwächen liegen, du bittest um Hilfe und Verständnis und bekommst nichts davon. Und das ist echt scheiße, das mal so zu sagen, wie es ist. Und dann bin ich oft richtig verzweifelt gewesen, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht mal, was bei mir nicht ganz normal läuft. Ich habe nur gewusst, da ist irgendwas und ja, entschuldigt, Sekunde, ich muss mal ganz kurz. Ja. Ich bin hier gerade, um ehrlich zu sein, in einer ganz schrägen Situation. Ich bin gerade aus dem Bett rausgeplumpst und da ist mir dieses Thema eingefallen. Und ich warte eigentlich gerade drauf, dass mein Vater mich zum Abend anruft, weil das auch so eine Form von ein Zeichen, wie gern er mich hat. Mein Vater ruft mich jeden Abend an, um mir gute Nacht zu sagen. Und das ist einfach so eine riesentolle Sache.
meine Eltern sind nicht getrennt, wir leben nur eben durch die Geschichte mit dem Hund und der Allergie auf zwei Ebenen und deswegen sehe ich meinen Vater manchmal nachts eben nicht mehr und er ist eben dann so nett und sagt mir gute Nacht übers Telefon und das ist eins der schönsten Dinge am Tag, da freue ich mich immer riesig drüber. Ich verbringe allgemein sehr gerne Zeit mit meinen Eltern oder meinen Geschwistern, weil ich einfach dieses, ja, weil ich dadurch mich geschützt und geborgen fühle. Meine Mutter, die ist eine Löwin, die kämpft wie verrückt für mich. Also vor kurzem hatten wir Probleme mit dem Amt und okay, es tut mir leid, ich gerade erst aufgestanden, schlechter Moment für mich, aber ein bisschen komisches Thema. Könnte sein, dass ich anfange zu heulen, nicht erschrecken, ist aber nicht so, dass ich irgendwas dabei fühle. Also mein Körper macht's. Ja, meine Mutter zum Beispiel, die kämpft überall für mich. Die hat in der Schulzeit für mich gekämpft. Also manchmal, wenn die da gestanden ist, habe ich mir gedacht, Himmel, also meine Mutter will ich nicht zum Feind haben. die ist wie eine Löwin. Oder auch sowas wie mein Vater, der ist unglaublich. Der hilft mir bei allem. Also oft, wenn ich bei diesem YouTube-Projekt keine Idee habe, wovon ich reden soll, dann rufe ich meinen Vater an und wir reden und danach kommt mir irgendeine tolle Idee. Also die letzten 10 Videos, die sind nur durch meinen Vater entstanden, sage ich, wie es ist. Ja, oder auch dieses hier. Ich habe jetzt meine eigenen Visitenkarten. Die hat mein Vati für mich gemacht. Das ist so unglaublich. Ich meine, da weiß man irgendwie nicht, was man sagen soll. Es ist einfach... Es sind die Kleinigkeiten. Es muss nicht immer das große, riesen Ding sein, was man für jemanden tut. Manchmal reicht es auch einfach zu sagen, hey, du kannst gerade nicht laufen, du kannst gerade nicht reden, sei es drum, wir haben dich trotzdem gern. Oder einfach diese Worte zu lassen, auch wenn es einem auf der Zunge liegt, stell dich nicht so an. Weil es gibt nichts Schlimmeres als dieses stell dich nicht so an. Weil du stellst dich nicht an, du kannst halt nicht anders. Und es ist unfair. In einer gewissen Form, jemandem zu sagen, stell dich nicht so an, wenn er nichts dafür kann. Das ist genauso, wie wenn du einem Menschen mit einem gebrochenen Bein sagst, jetzt lauf einen Marathon. Das geht nicht. Er kann es halt in dieser Situation nicht. Und nur weil du das Problem nicht siehst, heißt es nicht, dass du kein Verständnis dafür haben solltest. Oder haben. Wozu haben brauchst. Ja, genau. Ich muss, zu meinem Glück habe ich mir recht früh angewöhnt, mir nur Leute zu suchen, die Verständnis für meine Probleme haben. Die wissen, die zu schätzen, wissen, wie ich bin, auch wenn ich nicht perfekt bin. Die eben, auch wenn ich mal nicht zu 100% auf dem Damm bin, immer noch für mich da sind. Ich meine, meine Schwester hat oft genug miterlebt, dass ich nicht reden kann und trotzdem ist sie da. Und meine Mom, die ist ja sogar die Person, die mich pflegt. Also da gibt es dieses magische Wort, das ich immer zu ihr sage, 3x30. Das heißt, ich brauche gerade mehr Hilfe als normal. Wie ich drauf komme, erzähle ich euch mal in einem anderen Video. Das ist eine ganz komische Geschichte. Naja, kurz gefasst, vom Jahr oder so, vielleicht erzähle ich es euch doch jetzt, war mal jemanden vom Amt da, um zu gucken, ob ich Pflegestufe kriege. Und da hat meine Mutter gesagt, dass sie schon so mindestens in meine Pflege 3x30 am Tag investiert. Also 3x30 Minuten, was ja an sich schon 90 Minuten am Tag sind. Wobei man viel mehr Zeit da investiert, aber das war jetzt einfach mal nur so von der Körperhygiene und so ein Zeug. Aber ja, und deswegen sage ich immer 3x30, komisch, aber ist halt so. Auch meine Großeltern unterstützen mich sehr. Sie wissen natürlich nicht, was YouTube ist so richtig, weil es nun mal nicht ihr Medium ist, weil sie nicht mehr aus der Generation sind. Aber dennoch tun sie viel, um mich dabei zu unterstützen oder auch beim Themenfinden. Da rede ich auch gerne mal mit Oma oder mit meiner Babette. Es gibt so viele Leute, mit denen ich darüber reden kann. Es gibt aber auch zurzeit hier und da jemanden, der kein Verständnis für mich hat, was ich sehr schwer finde.
weil ich dann nicht weiß, was ich machen soll, weil ich würde gerne mit dieser Person über alles reden, aber sie findet es eben, sie sieht es eben anders und ich akzeptiere es, aber ich sage auch, dass ich diesbezüglich jetzt mich hier gerade auf dieses Projekt hier konzentrieren möchte und dass ich jetzt eben nicht die Zeit habe, um noch ewig lang dran rumzudiskutieren. Ja, was ist so, was fällt mir noch so ein, wenn ich gerade von diesem, wenn ich davon gerade so rede? Ja, es gibt so viele Dinge, womit du jemandem zeigen kannst, dass du für ihn da bist. Seien es kleine Visitenkarten oder die Tatsache, dass meine Mutter mit mir nur zum Edeka gefahren ist, damit ich dort eine Quarktasche mir kaufen konnte. Lecker Quarktasche. Wollte ich ja die Woche übrigens mein letztes Video, wenn mir nichts Besseres eingefallen wäre, wäre wirklich nur über diese Quarktasche gewesen. Es tut mir leid, aber ich habe meinen ganzen Artikel nur über Pommes frites gelesen. Also es gibt Schlimmeres. Oh Gott. Ja, es gibt natürlich auch Dinge, wo man sagen muss, man muss Verständnis auch für die haben, die nicht Verständnis für dich haben. Ist ein bisschen blöd, klingt auch, ist auch schwierig, ist aber halt auch so. Weil du darfst kein Verständnis erwarten, wenn du kein Verständnis hast. Ich für meinen Teil, ich gebe mir sehr viel Mühe, Verständnis zu haben und hoffe, dass es funktioniert. Ja. Was mich auch sehr unterstützt, ist, dass ich Isa habe. Also sie ist das Quell der Freude, könnte man so sagen. Weil manchmal ist es einfach schön, wenn du jemanden dabei zuschauen kannst, wie er gerade im Streu liegt und sich, ja, die Ohren sauber macht. Da ist sie echt gut drin. Das ist eine Kunstfertigkeit, im Liegen die Ohren sauber zu kriegen. Das muss man ihr lassen. Also, ich sag's wie es ist. Ich bin froh an jedem Menschen in meinem Leben. Entschuldigt. Naja, an jedem jetzt nicht, aber an jedem, der momentan in meinem Leben ist. Weil es sind einfach alles tolle Leute. Jeder für sich ist, entschuldigt für das Pfeifgeräusch, ist fabelhaft. Ich finde auch toll, dass meine Mutter so viel für mich tut, dass sie, auch wenn sie selbst müde ist, noch immer Zeit für mich hat. Oder dass mein Vater, auch wenn er mal nicht wenn er nicht top gesund ist, dass er trotzdem für mich da ist und trotzdem alles für mich tut, was er nur kann. Und manchmal ist es auch einfach nur schön, wenn du weißt, du bist nicht allein. Du bist einfach jetzt, du musst jetzt gerade nicht alleine durch die Problematik. Manchmal ist es schön, wenn ihr zusammen durch das Meer der Probleme wartet. Wow, das klingt jetzt irgendwie schon wieder so voll. Ich habe immer diese furchtbaren Gleichnisse, fällt mir gerade auf. Ja, es gibt, wenn du nicht unbedingt wie ich an Gott glaubst, dann ich glaube nur mal, dass es irgendwas da draußen gibt, was die Menschen unterstützt und was da ist. Ich glaube ans Karma, aber so richtig an Gott glauben tue ich nicht mehr. Ich bin wieder etwas gläubiger als noch vor 3 Jahren, aber es ist erst im Werden. Es wird schon. Aber wenn du eben nun mal nicht so an eine höhere Macht glauben kannst, dann brauchst du eben was anderes, woran du glauben kannst. Und ich glaube ganz fest an meine Familie. Ich glaube ganz fest, dass wir alles überstehen. Ich meine, ja, wir sind alle an sich wirklich, wir sind wie Zahnräder. Jeder hilft jedem. Und es ist einfach ein Verständnis da, das man selten hat. Ja. Ich glaube, ich habe ein Riesenproblem. Oh. Entschuldigt, Sekunde. Mumi? Ja? Die 3x30. Mir läuft die Nase. Okay, ich versuche so schnell wie möglich das Video zu beenden. Oh Gott, das ist schrecklich. Ich habe keine Hose an und kann nicht aufstehen. Oh. Das ist so.
Das war meine Mutter, um euch meine Mama mal vorzustellen. Sie ist der tollste Mensch, den ich kenne mit meinem Vater. Und ja, entschuldigt. Also, jetzt kommen wir zu meinem Ende und ich zeige euch meine Visitenkarte, weil da steht die meisten Sachen drauf. Ja, und jetzt habe ich es voll gerade falsch rum. Jetzt. Toll. Aber ich sag's auch noch. Also, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, dann stellt mir gerne Fragen. Ich freue mich riesig über jede Frage, wenn mir jede Frage hilft, euch zu helfen, diese Thematik besser zu verstehen. Ihr könnt mir Fragen hier direkt auf YouTube stellen, wobei ihr dafür ja natürlich schon einen YouTube-Kanal braucht, aber naja. Oder ihr könnt mir per E-Mail Fragen stellen, das wäre dann bell.riedmeier@outlook.com. Oder auch ganz beliebt ist über Facebook, da bin ich unter Ella Bella Flor. Also, wir sehen uns dann nächsten Mittwoch. Und zum 1. Dezember habe ich ein kleines spezielles Video für euch, unabhängig was für ein Wochentag es ist. Da will ich euch meine kleine Isa vorstellen. Aber das kriegt ihr dann erst. Also dann, bis dann. Und falls ihr auf meinem Kanal kommt und einen YouTube-Kanal habt, vergesst nicht, mich zu abonnieren. Also dann, tschüss.